Das ist nicht weiter wild. Würzinseln. Da ist doch eigentlich Pet optimal, ne? Pet kannst du aufs Wasser setzen. Benutzen wir den Typen mal. Alle Affen in der Nähe können plus eine Schicht platzen lassen. Und wo wird der Buff der Skill noch verbessert? Erhöht Radius und Dauer plus erhöhter Schaden bei Keramik Bloons und Bloons der Moab-Klasse. Und kann mehrere große Bloons auf einmal packen. Na gut, dann auf geht's mit Pet zu Würzinseln. Was machen wir denn? Schwärmer. Magic, nur Zauber, das wäre doof. Nur Zauberaffen? Aber eigentlich wollte ich doch U-Boot benutzen. Naja, gut. Lässt du nicht vermeiden. Raus drin, Caro, bis zum nächsten Mal. Du brauchst zu viel Kleinkram, musst mal auf Tier 5 sparen. Ja, super. Diese Aussage kann man am Ende immer treffen, ja. Aber um zu dieser Runde hinzukommen, muss ich Türme setzen. Ja? Diesen Kleinkram muss ich bauen. Hi, Jonas. Moinsen, Mr. Husky. Hi, Jakona. Und hallo, Gamer Bro. Und hi, Gurkenrick. Kann ich Tipps haben, um mittel oder schwer zu schaffen? Hab's noch nie hinbekommen. Einfach mal die Videos gucken, ne? Guck dir einfach mal meine Taktiken an. Das ist alles so. Kann ich nicht sagen, was man da genau machen müsste. Also, das ist einfach. Das mache ich einfach so. Hi, Florian. Das ist einfach Wissen, das ist einfach unterschwellig, ja? Kannst du mal noch Churchill nehmen? Später vielleicht. Da bin ich mal gespannt, ob wir die Map hier schaffen. Aber Pet ist doch schon eine gute Wahl gewesen. Effizienter Geld einsetzen. Du bist ein Spaßvogel. Spielt ihr mal selber. Na? Macht ihr mal selber Hake auf Doppel-GP-Mobs und dann reden wir weiter. Dann reden wir weiter. Na, Zuppo? Hau rein. Man kann sie mit RCD immer noch nicht selbst besiegen, habe ich vorhin schon gesagt, AFK Games. Dum, du, du, dum, du. Machen wir hier mal. Hab's endlich mal geschafft, einen Stream von dir zu erwischen. Achten Sie auf Discord. Ja, willkommen. Warum startest du auf Level 3? Weil Affen wissen. Kein Ding, AFK Games. Ich sag alles gerne öfters. Oder. Öfter doppelt. Was ist Doppel-GP-Mobs? Doppel-GP-Mobs ist Doppel-Gesundheitspunkte-Mobs. Das heißt, die Mobs haben alle doppelt so viel Leben. Mach mal Zaubereraffe. Um da einfach mal die Leads kaputt zu machen vorne. Und auch die Tarnbloons alle zu entdecken. Kann man Pet auf Wasser und Land setzen? Ja, kann man. Na, siehst du hier, der ist auf dem Wasser. Kann man 050 Druiden bauen? Kann man, aber hab kein Gold für 54.000. Bin ich leider zu arm für. Welches ist dein liebstes BTD? BTD6 auf jeden Fall. Das Spiel ist nicht kostenlos, Supreme kostet ein paar Euros. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich echt nur empfehlen.
Nochmal Atem des Drachen? Oder ne, Schimmer, glaube ich, ist besser. Was nervt dich an BD6 am meisten? Puh, wahrscheinlich, dass die Runden so ewig lange dauern. Aber das war mit den 5 schon genau das gleiche Problem. Die Runden sind auf Dauer einfach wirklich viel zu lang. Weißt du, wie verzögert denn jetzt schon mal? Ein paar Sekunden sollten es nur sein. Aber da ich den Chat immer aufmerksam verfolge und alles beantworte, kann es schon mal sein, dass es ein paar Minuten länger dauert, bis ich auf Aktuelles antworte. Wie kostet der Spaß denn? Einfach mal googeln. 5 oder 6 Euro oder so. Hab dich seit 2 Tagen geguckt und jetzt suchte ich dich. Nice. Freut mich, freut mich. Das ist Doppel-GP. Hä, das war Doppel-GP? Ne, das ist nur Magic-Affen, wollte ich schon sagen. Doppel-GP war so ein bisschen übel. Nur Zauberaffen. Müssen wir mal gucken, was wir gegen den... Gehen den Dings machen, gehen den Zeppelin gleich, gehen den Moab. Brauche ich mit dem Arkanmeister, um ein bisschen Schaden dagegen zu machen. Wobei ich eigentlich den Dings bräuchte. Den Moab, diese Arkan-Nägel. Na, die 10.000 wäre schon ganz gut. Mal gucken, ob ich es hinkriege noch. 2.000 pro Runde. Hm. Ist ein bisschen hochgefasst. Hi, Uschzen. Kannst du über dein Ehrenamt reden, was so in letzter Zeit komisches, lustiges passiert ist? Fällt mir zumindest gar nichts ein. Ich versuche mich neben dem Chat und neben dem Spiel darauf zu konzentrieren, darüber nachzudenken, was so die letzten paar Wochen passiert ist. Aber damit habe ich wenig Erfolg. Ihr müsstet mir schon, wenn dann, präzisere Fragen stellen, auf die ich antworten könnte. Das ist schwierig, ne? Weil ihr wisst ja nicht wirklich, was denn passiert ist, aber... Huch! Here comes the big one! Wir haben mal schön zurückgedrückt. Also was komisches, lustiges ist nicht wirklich... Zumindest kommt mir gerade nichts in den Sinn, was da passiert sein könnte. Hat der nicht Schimmer? Oh, er hat doch gar keinen Schimmer. Huch. Ich wollte mal schauen, warum ich hier nix... Warum die Tarnlohns nicht aufgelöst werden. Guckst du Rick and Morty? Nee. Fürst der Finsternis, das lohnt sich? Oder? Ja, für lohnt sich auf jeden Fall. So gut das geht. Wäre da, ich müsste nur 2-3 gut, um Geld zu bekommen. Wenn dann der hier. Wenn dann 0-2-4. Oder 104 könnte man machen, um Geld zu farmen. Darky denkt nach, brächte nix. Ich versuch's. Vermisst du den Hex aus BTD5 oder nicht? Ja, schon so ein bisschen, ne? Damit waren die ganzen Maps immer ziemlich einfach. Wo machst du das denn? Was mache ich wo? Hab mal eine Frage, was ist der Lieblingstau und was ist dein Lieblingsheld? Wie oft kommt diese Frage dann eigentlich? Keine Ahnung. Soll ich doch mal wieder ein Nightbot anschmeißen? Und einrichten. Lieblingstower, U-Boot, Lieblingshelden habe ich keinen genau. Es gibt nur 2 Helden, die ich hasse oder nicht so gerne mag. Das ist Striker Jones und Churchill. Das ist so die Standardantwort. Guckst du Anime? Jo, guck ich. Kannst du Magier 024 machen? Mal schauen, wenn ich Geld habe. Aktuell habe ich ein bisschen viel Geld. Wo machst du denn Ehrenamt? Unterschiedlich. Also, ich betreue Kinder. Und das ist halt bei... Wo halt die Familie wohnt, wa? In Berlin. Kann ich es mal so sagen.
Wie machst du das, dass man alle Upgrades sieht? Du klickst hier oben rechts auf Upgrade. Na, hier oben rechts gibt es einen riesigen Button Upgrades. Da kannst du darauf drücken, dann kriegst du für den Turm, den du gerade markiert hast, die genaueren Upgrades. Hast du eine Empfehlung für Anime? Sword Art Online, Death Note, No Game No Life. Ja. Die drei finde ich sehr gut. Hi Juri. Zockst du privat Fortnite? Ich zocke privat gar nichts. Es gibt nichts, was ich privat zocke, weil ich dafür gar keine Zeit habe. Weil ich, wenn dann aufnehme oder halt mit YouTube beschäftigt bin oder mit meiner Arbeit oder mit meinem Ehrenamt, ich habe nicht wirklich Zeit privat, um was zu zocken. Hast du das Spiel durch? Bitte die sechsten denn noch nicht. Da fehlen noch einige Medaillen. Heiko, es zockt. Hast du jetzt schon jeden Turm gezeigt oder noch nicht? Dann gucke auf meinem Kanal. Findest du zu jedem Turm ein Video? Wenn nicht, dann noch nicht. Spielerarmee, leider. Welches Genre magst du an Animes? Oh, du, gute Frage. Ich bin schon mit Genre im Musikbereich überfordert. Was ist denn SAO, Death Note und No Game No Life? Ich kenne nur Anime. Ich habe nicht gewusst, dass es in Animes nochmal spezifische Genres gibt. Oh, jetzt haben wir den Großklemme. Jetzt können wir uns gleich mal ein BFB saugen. Ah, geht nicht. Kann er erst mit Level 20 machen. Zerdrückt. Man kann auch Doppelklick auf die Tower drücken. Na, dann siehst du hier nur das hier. Na, Doppelklick funktioniert nicht. Ach so, du meinst hier rechts. Das funktioniert aber nur hier rechts, ne? Das funktioniert nur hier halt. Im Bereich, wo man die Türme auswählen kann, das stimmt. Falls du Hunter x Hunter noch nicht gesehen hast, guckst du dir an, wenn du Zeit hast, ist mein Favorit. Ne, ich habe die ersten 2-3 Folgen gesehen, hat mir nicht so gefallen. Hat mir nicht so zugesagt, ehrlich gesagt. Verloren. Hätte ich. Dreckige, beschissene Runde 63. Warum haben wir denn Blendgranaten auch die ganze Zeit nicht geschossen, ja? So ein Bullshit. Ich möchte auch einen super Affen setzen. Weg mit dir, du nutzloser Blendgranatenaffe. Magst du Pet? Ehrlich gesagt, eher nicht so, ne. Ich finde den Held nicht gut. Ich benutze lieber andere. Es gibt zum Beispiel Edgy, das ist eine Art, naja, Erotik und dann halt Action und so weiter, wie in normalen Serien oder Filmen. Wie gesagt, sowas wie SAO, No Game No Life, Death Note, keine Erotik. Ach, knapp. Ach, Wurschtsum. Ach, so viel Leben noch. Ach. Easy going. Es gibt nur 6 übrigens. Danke, dass du das als einzelne Plays gemacht hast. Ja, dann habe ich noch nicht alle Folgen gemacht, ne? Oder alle Türme. Ich habe ja auch erst vor ein paar Tagen damit angefangen. Was macht die Blumen so grau-grün? Ach so, das ist die Nekromanten hier. Nekromant. Reanimiert der kürzlich geplatzte Feinde als Diener zum Zerstören der Bloons. Das sind also unsere Bloons, die gegen die Bloons gehen und die kaputt machen. 178 können aber richtig räudig werden. Hi Jack. Leider kommt kein Duo-Mod. Koop-Modus wird schon noch kommen jetzt, keine Sorge. Aber No Game No Life ist edgy. Na gut.
dann schaue ich das aber in Bezug auf die Story und nicht in Bezug auf das, stimmt, jetzt wo du sagst. Die sind da öfters mal ein bisschen perverser. Magst du Superheldenfilme wie zum Beispiel Avengers? Nee, eher nicht so. Bin überhaupt kein Marvel-Fan. Also bis Pat wirklich mal sinnvoll ist mit der Großklemme. Er hat doch vorhin einmal keinen zerfetzt. Ich hab den noch benutzt. Der hat es nicht gemacht. Komisch, das Game. Bei mir spielt das Spiel ab und zu ab. Steam meinst du oder die mobile Version Skrill? Die Kommentare von Shiro lockern alles etwas auf. Shiro war der Lustmolch, war. Wie hieß das Mädchen? Ja, oh, schon wieder so lange her, siehst du. Glaubst du, es werden noch mehr Modis kommen, zum Beispiel Verteidiger des Affendorf? Weiß nicht, ich glaube, die sind erstmal mit anderem Kram beschäftigt. Ich würde ja gerne die den Fuß der Finsternis machen, aber ich will jetzt brauche ich noch 10.000 Gold. Das ist ein bisschen viel. Glaube ich, kann ich mir nicht leisten, oder? Machst du dann dumm und zuschauen? Ja, mache ich. Weil das wahrscheinlich eher nur Spielerei ist. Ich brauche jetzt. Für das ganze Gold. Aha, nicht benötigt, mein Superabendsturm. Kennst du schon Clash of. Was? Clash of Dance. Clash of Dance! Call of Duty Mobile, ne, kenne ich nicht, aber klingt auch total kacke. Sora, oder das mach ich. Ah ja, okay. Stimmt. Recht hast du. Was ist deiner Meinung der beste 5er Skill BTW 6? Blumen Meister Alchemist ist schon ziemlich übel. Vom Alchemisten. Erzmagier ist auch ziemlich stark. Also einfach von den Türmen, die ich jetzt hier gerade sehe, Magieraffen sind eigentlich alle. Also immer T5 mega stark. Hier ist der Waldgeist, sieht einfach mega nice aus. Ja. Beim Ruin hast du den Blue Meister, ist ein bisschen, wenn mega nice ist. Bei dem hier hast du den Großmeister Ninja, der extrem gut ist. Hier hast du klar, Vara Sonnengott ist extrem nice. Und hier hat der Erzmagier, der ultra stark ist. So, 80. Runde. Ich denke, der kann ihn einsaugen. Sterbt sich ein. Guck mal, ich drücke hier drauf, Alter. Muss der in der Range sein? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Muss der in der Range sein? Ja? Das wäre behindert. Wirst du im Korb mehr als eine Runde pro Zuschauer? Punkt. Spielen hintereinander. Was? Jeder kriegt nur erstmal eine Map, ne? Es wird genug Leute geben, die spielen wollen. Deswegen nach jeder Map wechselt der Mitspieler.